Ach, da ist einer. Warte mal, den können wir vielleicht abballern. Mit Feuerball. Mal her, du da. Hui. Na, gefällt dir das? Da hast du noch einen. Und noch einen. Und noch einen. Und noch einen. Okay. Gut, wir haben leider kaum noch Mana-Tränke. Gut, 8 noch davon. Das passt eigentlich. Ich speichere mal. Und dann würde ich sagen, wir springen hier mal drüber. Mal gucken, ob das funktioniert. Hui! Hallo? Ist da jemand? Mal looten hier. Ich fühle mich hier ganz schön unwohl, muss ich ja zugeben. In diesen Untiefen. Ich höre da etwas sehr, sehr Fieses. Hallo? Hihihi. Oh, Scheiße. Oha. Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich stehe hier irgendwie... Warte mal. Okay, warte mal. Moment, das müssen wir ganz kurz mal regeln. So, levitieren. War das jetzt Cheating? Ich hoffe nicht. Warte mal, mein Headset ist gerade wieder so laut. Moment. Ich hing hier gerade irgendwie fest. Ich bin hier runtergefallen. Dann hing ich hier einfach dran fest. Na gut. Egal, seht mir das bitte nach. Das war jetzt nicht in Absicht, tatsächlich. Das war quasi die Flucht in den Tod. In, ja, den Abgrund quasi. Egal, was haben wir denn hier Feines? Hier haben wir... Aha, Hier ist nichts, da ist noch eine Truhe. Ne, doch nicht. Da geht's wahrscheinlich nicht rein. Und hier ist ein weiterer Gang. Ich mache uns mal ein Lichtchen an, weil ich das so gut kann. Warte, ein Lichtchen. Und zwar, wo ist es da? Lichtzauber. So. Was erwartet uns denn hier unten? Ein Gatter. Aber die Frage ist, wie geht das auf? Habe ich da irgendwas übersehen da oben? Warte mal. Gehen wir mal kurz gucken. Irgendwo muss ein Schalter sein. Und dieser Schalter. Oh, das guck mal, eine Schatz. Ist zu schwierig für mich. Quatsch. Wir haben noch einen Zauber. Wingardium Leviosa. So. Kurz gucken, was da alles drin ist. Aha. Natürlich Perlen. Was auch sonst. So, aber wir wollen ja den Schalter finden. Hier muss ja irgendwo ein Schalter sein. Vielleicht muss ich hier? Weil levitieren geht ja nicht, ne? Ich kann ja keine Zauber verwenden. Warte mal. Wie kommen wir denn... Ich speichere mal. Warte mal. Ich speichere mal. Und dann saufe ich mir hier mal einen Mana-Tank rein. Dann ziehen wir uns diese komischen Verjüngungstränke mal in die Leiste. So. Und dann würde ich sagen... Speichern nochmal. Und dann levitieren wir einfach mal. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Aber ich sehe auch... Warte mal, wir können ja mal kurz mit der Hand gucken. Wo ist meine Hand? Da ist die Hand. So. Ist hier irgendwo ein Hebel? Hallo? Irgendwo vielleicht? Nein? Okay. Dann müssen wir wohl levitieren. Oh! Ah ja, das geht. Okay. So, da kann ich jetzt hier den Schalter drücken. Zack. Dann geht das Tor hoffentlich auf. Genau, das ist das, wo wir eh durch wollten. Und hier ist noch eine schwere Truhe. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Ach, Quatsch. Magie wirkt hier nicht. Was? Achso, warte, da muss ich hier wieder... Magie wirkt hier nicht. Ja, wo wirkt sie denn? Warte mal, da, wo ich herkam, wirkt sie bestimmt. Magie wirkt hier nicht. Ah, jetzt. Wingardium Leviosa. So. Kurz husten. Ah, so. Mensch, hier ist ja viel drin. Kerzenleuchter, Magie, Aschebestie, Schlösser öffnen. Okay. Nehmen wir alles mit. Und da ist noch eine Mana-Wurzel. So. Jetzt müssen wir da rüberkommen. Aber hier ist ein Kristall. Dieser Kristall strahlt eine seltsame Macht aus. Das ist doch ein Rätsel, oder? Also ich kann hier Magie einsetzen. Hier kann ich. So, ich schätze mal, da muss ich mich hier irgendwie durchwursteln, oder? Ich nehme mal so einen Trank hier. Irgendwie komisch gemacht. Egal, wir werden das schon, lösen. Ich würde sagen, wir laden neu und wir finden vielleicht noch einen besseren Weg darüber. Vielleicht finden wir einen etwas hübscheren Weg.
Ah ja, jetzt bin ich wieder hier. Aber irgendwie muss das doch gehen. Hä? Hat er hier schon rumgebackt, ne? Warte mal, ich werde mal kurz probieren. Dumm. So, das geht. Das ist kein Problem. Okay. Und... Ah, hier kann ich. Nee. Ich stehe wieder in der Luft, das verstehe ich Magie nicht. Magie wirkt hier nicht. Ja, komm, dann fahren wir halt hier runter. Komischen Kanten immer hier, wo man dran hängen bleibt. So, warte mal. Also. Ich muss das mal ein bisschen sortieren gerade. Das ist so ein bisschen labyrinthmäßig aufgebaut. Ich darf hier levitieren. So, dann darf ich hier hin den Schalter drücken. Okay. Das ist alles legitim. Oh, dann mal kurz hier. Achso, ich muss doch mal die Truhe öffnen. Warte. Lalalala. So, Wingardium Leviosa. Wir haben jetzt extra nach weiteren Zaubersprüchen geguckt und ich habe mir sogar ein paar gemerkt, glaube ich. Die werden wir jetzt in Zukunft dann sagen. Aber habe ich gerade nicht dran gedacht. So. Also, das ist jetzt hier der normale Aufgang, genau. Aber wie kommen wir denn jetzt darüber? Wie? Kann man diese Dinger kaputt hauen? Kann ich da mal mit einem Schwert draufhauen? Ja! Speichern. Erstmal speichern. So, warte mal. Also, hier kann ich Magie wieder einsetzen, ne? Magie wirkt hier nicht. Nee. Hier kann ich. Okay. Vielleicht muss ich da hoch. Hä? Warte mal. Irgendwas hat gerade nicht gestimmt. Oder ist hier über mir einer? Ah, über mir ist einer. Okay. Ah, ja, warte, dann. Nein. Zurück. Oder muss ich darüber springen? Aber springen wird dann niemals funktionieren. Kann ich mich hier hochhangeln? Geht das denn? Hier so? Kann ich da mal? Los, schreck die Griffel aus, Junge. Ah, Mist, geht auch nicht. Okay, ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Ist vielleicht... Warte mal, ich kann mal die Hand ausstrecken. Ist hier irgendwie ein Schalter? Nö. Magie wirkt hier nicht. Ja, ich weiß. Aber wie kommen wir denn jetzt darüber? Oder haben wir mit dem Schalter noch was anderes geöffnet? Warte mal, wir gucken mal. Muss doch irgendwie funktionieren. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Diese komischen Kristalle hindern mich daran, Magie zu wirken. So, wir müssen aber auf die andere Seite. So. Also wir haben da unten einen Magiekristall. Warte mal. Also, warte mal. Wir haben... Da ist ein Kristall, da ist einer. Da ist auch einer. Also hier wird quasi immer zugemacht. Ich speichere mal und wir versuchen mal was anderes. Vielleicht geht das ja. Ah, geht auch nicht. Ja. Ich stehe wieder in Luft hier. Nein. Ja, F9. Ich fürchte, das wird noch ein bisschen dauern, Freunde. Tut mir leid, aber das Rätsel muss ich leider lösen. Ich komme sonst nicht weiter. Gibt es denn noch einen anderen Weg? Gibt es ja so ein Nautilus-Schlupfloch oder sowas? Ne, war ich schon dran? Ne, hier ist auch nichts mit Nautilus. Sehr seltsam. Sehr seltsam. Wenn ich aber einfach mal springe. Ich speichere mal. Aber springen wird auch nicht funktionieren. Weil wir könnten. Ah, scheiße, geht auch nicht. Okay. Springen! Hui! Okay, geht auch nicht. Was geht denn dann? Tja. Wie kommen wir denn da hin? Magie wirkt hier nicht. In die Kante gehe. Ja, geht sofort aus. Das verstehe ich aber nicht. Das verstehe ich nicht. Habe ich irgendwas übersehen? Dieser Kristall strahlt eine seltsame Macht aus. Ja, das habe ich schon bemerkt. Das Problem ist... ich kann hier auch nichts, ne? Wenn ich es hier... Magie wirkt hier nicht. Ja, Schnauze. Magie wirkt hier nicht. Wir wissen, wo sie wirkt. Magie wirkt hier nicht. Magie wirkt hier nicht. Magie wirkt hier nicht.
Ich habe eine Frage. Und zwar, wirkt hier Magie? Magie wirkt hier nicht. Okay. Ja, ich weiß nicht so richtig. Wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Magie wirkt hier nicht. Auch nicht. Ich hätte noch eine andere Idee, aber das wird auch nicht funktionieren, vermute ich. Aber das können wir mal probieren. Vielleicht können wir da hoch. Warte mal. Wir können ja einfach mal hier levitieren und wir versuchen eine Etage höher zu kommen. Vielleicht geht das ja. Ich speichere aber nochmal. So. Magie. Okay, das hat funktioniert. Und jetzt können wir da hoffentlich rüber. Verwandlung in eine Aschebeste. Natürlich. Liegt ja einfach mal so rum. Gar kein Problem. Aber das ist der Beweis, dass wir hier hoch müssen. Oder zumindest hier hoch können. So, ich speichere mal hier. So, jetzt ist die Frage, ob wir das schaffen. Und Geronimo! Oh mein Gott! Ja, das geht! Unfassbar! Oh mein Gott. Warte mal. So. Wer wohnt in dem Kerker? Ganz tief im Boden. Echsen, Menschen. Ich spüre eine Falle. Ich drück mal den Hebel hier. Vielleicht geht das ja. Oh. Ja, okay. Hä, hier war ich doch schon mal. Okay, ich habe mich, glaube ich, verlaufen. Aber ich könnte mal hier runterspringen. Los geht's! Hallo? Ha, da bin ich hier. Das ist ein Ding. Okay, wir müssen mal irgendwie versuchen, jetzt hier zu überleben. Krieger. Na komm, wird schon. So, müssen wir halt mal in den Nahkampf gehen. Hallo, Freunde! So, links und aua! Aua! Schnauze! Ich will hier durch. Ich habe keine Zeit für so einen Scheiß hier. Aua. Na los, du Krieger. Den Freund habe ich schon erwischt. Hatte keine Chance gegen mich, denn ich bin ein mächtiger Magier. Los. Und dies und das. Und dies und das. Ja, awesome. Sind wir irgendwie stärker geworden? Na ja, du Brontok. Zack. Oh, gleich zwei. Oh, gleich drei. Gleich vier? Was? I? Okay, Problem. Problem. Aua. Was? 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 Aua. Ich fall gleich runter. Warte mal, ich muss hier mal... Falsches Ziel. Links. So. Aua. So. Eins, zwei, drei und Chaka. So. So viele Gegner auf einen Schlag, das ist gar nicht mein Ding. Ich bin eigentlich so Single-Target gewöhnt. In Risen zumindest. So. Okay, erstmal speichern. Würde ich sagen. Und dann haben wir hier einen Fallgitter. Mit einem Hebel. So, und das öffnen wir jetzt damit wahrscheinlich. Tatsächlich. Gehen wir gleich lang. Ich will erstmal gucken, wo diese Brontoxe hierher kamen. Natürlich. Aua. Aua. Stirb. So, wunderbar. Und dann hier. Ah, da ist noch was drin. Und zwar ein bisschen Scheiße. Na, das ist doch immerhin was. So, ich trinke mal so einen Trank hier. Na los. Zack. Rein damit. Speichern. So. Wo kamen die denn her? Aha. Ja. Ein großer Raum. Den Raum kenne ich doch. War ich hier nicht schon mal? Ich höre etwas. Ja, jetzt weiß ich halt nicht, wo ich lang muss, ne? Also, ich bin mir gerade so ein bisschen unsicher.
ob wir jetzt hier lang sollen oder ob wir jetzt diesen anderen Weg, den ich hier geöffnet habe, gehen sollen. Ich glaube, ich gehe erstmal diesen Nebengang. Ich glaube, dass da, wo wir jetzt gerade waren, da geht es wirklich weiter. Und hier gibt es noch was zu entdecken. Da gehen wir erstmal rein.